Hallo ihr Lieben, wir haben gestern darüber gesprochen, Beziehung braucht Zeit. Und das größte Gebot, das wir kennen aus der Bibel, Jesus wird gefragt, welches ist das erste Gebot unter allen, das größte? Und er sagte, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, Markus 12. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das größte Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Liebe, so wie Beziehung, Beziehung besteht aus Liebe, braucht Zeit. Und das Buch heißt ja Das Ende der Rastlosigkeit von John McCormack. Und das Rastlosigkeit, Hektik, ich erlebe es in meiner Ehe. Komm, komm, komm. Und es gibt Momente, da müssen wir Gas geben. Die gibt es immer im Leben. Es gibt Zeiten, aber grundsätzlich leben wir in Deutschland oft in diesem Hustle, in diesem schnell, schnell, schnell. Und ich erlebe es zwischenmenschlich, dass ich nicht immer liebevoll bin, in dieser Eile, in dieser Hast. Nicht liebevoll zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu den Leuten vielleicht in der Gemeinde. Und auch mit Jesus eine Beziehung aufzubauen. Liebe braucht Zeit und braucht Aufmerksamkeit, braucht Fragen. Zuzuhören. Einfach mal, was brauchst du? Ich musste überhaupt lernen, auf meine Frau einzugehen, ihr zuzuhören, was sie braucht, weil in meinem Kopf ist, die braucht Blumen, okay, ich weiß das irgendwie. Ich liebe dich, du bist schön. Ich helfe beim Kindern aufräumen und ich habe eine Liste, die ich abarbeite. Aber bei meiner Frau merke ich auch, es gibt Zeiten, da braucht sie mehr etwas anderes. Also das verändert sich teilweise. Bei mir auch. Manchmal mag ich das Getränk mehr, manchmal mag ich das. Meine Geschmäcker ändern sich je nachdem manchmal. Zuzuhören. Sarah ist sehr aufmerksam. Und ich fühle mich sehr gewertschätzt und geliebt von Sarah durch ihre Aufmerksamkeit. Die ist sehr, sehr aufmerksam. Gott zu lieben, das zu kultivieren, überhaupt. Wenn das das größte Gebot ist, dann sollten wir als Gemeinde auch darüber öfters reden. Wenn das das größte Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deiner ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Wenn das das größte Gebot ist, dann sollte man darüber öfters reden, denke ich. Diese Liebe, diese Ruhe, nicht Hektik, bringt einen Frieden und Freude in unser Leben. Dort, wo Hektik ist, kann auch nicht wirklich Friede sein, weil unser Kopf ist die ganze Zeit in Anspannung. Und wir leben in einer Zeit voller Hektik. Und ich habe in der Stadt gelebt, Chicago, und du merkst schon, wenn jemand aus Chicago kommt oder nicht. Wenn du in Chicago lebst und du kennst die Straßen, du läufst schnell. Und du guckst nicht mehr hoch. In Chicago sind ganz viele Hochhäuser. Wenn man vom Land kommt, so wie ich, komme nach Chicago, man läuft langsam, man guckt die ganze Zeit oben hin und man merkt diesen Unterschied. Und auch mit Jesus, wir lieben ihn und wir nehmen uns Zeit für Menschen. Menschen sind nicht einfach nur eine Nummer, abgehakt. Menschen sind kostbar. Wir hören einfach mal rein, wie es ihnen geht. Wir nehmen sie wahr auf der Arbeit, als Krankenschwester, als Verkäufer. Auch wenn wir nur kurze Zeit haben, wir schenken ein Lächeln. Wir schreiben vielleicht einer Person, wie hast du das gemeint? Du hast gesagt, dir geht's nicht gut. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich für dich beten? Liebe braucht Zeit. Beziehung braucht Zeit gestern. Liebe braucht Zeit. Wenn das größte Gebot ist, dass wir Gott lieben, unseren Nächsten lieben, wir kriegen das nicht in der Hektik von ich muss, ich tun, tun, tun. Für viele von uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unseren Glauben aufgeben, sondern dass wir so abgelenkt und in Eile sind, beschäftigt sind, dass wir mit einem mittelmäßigen Glaubensleben zufrieden sind. Wir streifen unser Leben nur am Rande, statt es wirklich zu erleben. Die Frage, die hier entsteht eigentlich, ist, wie sehr will ich Gott lieben? Wie sehr will ich seine Liebe erleben? Wie sehr will ich das ewige Leben qualitativ heute schon erleben? Ich kann in den Himmel kommen durch Mittelmaß, weil ich in der Gnade Jesu und nicht aus Leistung und Werken gerettet bin. Ich kann in den Himmel kommen,
aus seiner Gnade, aus seiner Güte, weil er mich liebt, auch wenn ich nicht immer alles gebe. Und hier geht es nicht um Leistung. Beziehung ist nicht Leistung. Ich würde nicht sagen, ich leiste meiner Frau Liebe. Beziehung ist ein Interesse. Und unser Interesse kommt daher, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren, als wir Abtörn waren, als wir dreckig waren, Feinde. Und wir entdecken, wie groß ist seine Liebe. Ich will ihn auch lieben, ich will ihn auch kennenlernen. Wir entdecken, er ist die Quelle des Lebens. Er hat das Wasser des Lebens, das Brot des Lebens. Er ist mein Friedefürst. Er ist gut, er ist treu, er ist gerecht. Ich will das. Ich will ihn. Sind wir zufrieden mit Mittelmaß? Mittelmaß, ein anderes Wort dafür ist lauwarm. Lauwarm. Vielleicht auch die erste Liebe verloren. Epheser Kapitel 2 und 3. Jesus hat uns gerettet für Beziehung. Und Beziehung braucht eine Zeit der Stille. Ich habe von jemand gehört, die Person hat gesagt, ich rede, damit man mich nicht fragt, wie es mir geht. Ich rede, damit man mich nicht fragt, wie es mir geht. Also das Gegenteil von reden wäre Stille, zuhören. Wir haben Kopfhörer heute, damit wir die Stille ausblenden können. Wir haben Musik, Lärm zu tun. Gott will zu uns kommen. Ich denke an Mose, der 7 Tage auf dem Berg war. Er hat nicht geredet, Gott hat nicht geredet und am 8. Tag fing Gott an zu reden. Ich tue mich schon schwer mit 1 Stunde Stille, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, wie 7 Tage wären. Diese Ruhe und dieser Rückzug, das sind 3 Worte, die haben insbesondere die ersten hunderte Jahre Christen geprägt. Ich meine, die mussten sich verstecken vor der Verfolgung. Die haben teilweise in Höhlen gelebt, wissen wir. Und dann gab es natürlich auch die Mönche. Aber wir tun uns so schwer, einfach mal 10, 15, 20 Minuten still zu sein. Und wie heißt er nochmal? Der Natter schreibt in seinem Buch, überrascht von der Furcht Gottes, in Kapitel 6 sagt er, 2017 wurde ein Experiment in der YouTube-Show Mindfield gemacht. In der Folge ging es um Isolation und man begann damit, eine Person in einen Raum einzusperren. Bevor die Person den Raum betrat, wurde ein kleines Gerät mit einem Knopf gegeben. Beim Drücken des Knopfes kam ein starker Stromschlag. Stark genug, dass er wehtut und man es nicht nochmal tun will. Die erste Person, die in den Raum kam, hielt keine 2 Minuten aus in der Langeweile. Es gab keine Ablenkung und drückte den Knopf, zack, und bekam einen Schlag. Das Fazit war, wir mögen Langeweile, Ruhe und Stille so wenig, dass wir lieber körperliche Schmerzen bevorzugen. Jesus lädt uns ein in eine Beziehung, die Zeit braucht, die Liebe braucht. Und das ist gar nicht so einfach für uns. Es ist nicht einfach für uns, sich die Zeit zu nehmen, still zu werden für Jesus, mit Jesus. Und ich will uns ermutigen, auch hier wieder. Das Leben mit Jesus ist nicht, ich habe einen eisernen Willen und entscheide mich, ab heute werde ich still. Ab heute werde ich Bibel lesen und beten und einfach auf ihn warten. Sondern das Leben mit Jesus ist wie ein Sport, ein Marathon. Wenn ich heute fragen würde, dich, kannst du einen Marathon laufen, wenn du gesund bist? Wenn du Knieprobleme hast und Lungenprobleme, kann ich es verstehen. Aber sagen wir mal, du bist gesund. Die meisten werden sagen, nein. Aber wenn wir jetzt, du und ich kann auch keinen Marathon laufen heute. Wenn du und ich jetzt 1 Jahr trainieren, jede Woche, wir fangen an mit 10 Minuten Joggen, 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde, dann mal 2. Und wir bauen das auf über 1 Jahr. Ich glaube, die meisten von uns können in 1 Jahr einen Marathon laufen. Wir stellen unsere Ernährung um, unseren Schlaf, und damit wir einfach diesen Marathon laufen können. Worum es mir geht, ist auch mit Jesus. Wir entscheiden uns nicht, ab heute lese ich 1 Stunde Bibel, ab heute bete ich 1 Stunde. Fang an,
mit 5 Minuten Stille. Fang an, das Wort zu lesen, einen Vers auswendig zu lernen. Fang an, dir Zeit zu nehmen. Du hast einen vollen Terminkalender. Und ich bin mir bewusst, das ist nicht so einfach, jetzt alles zu canceln. Und ich würde auch nicht sagen, cancel alle Dienste und mach nichts mehr. Fang an, okay, ich will lernen einfach 10 Minuten am Tag, 15 Minuten am Tag. Und dann baust du das mit der Zeit aus. Schau, wie und wo passt es rein. Meine stille Zeit morgens, aktuell meistens, ist mit den Kindern auf der Brust. Eines der Kinder schläft auf meiner Brust. Ich habe die Bibel dann, ich lese die und bete. Und das wacht vielleicht um 4, 5, 6 Uhr auf. Und ich gehe meistens in das Wohnzimmer, weil die einzuschläfern ist manchmal schwierig, weil die sind laut. Und ich will nicht die anderen wecken. Dann nehme ich, je nachdem, unsere Kinder, Hannah oder Levi oder beide, und schlaf mit dem im Wohnzimmer. Und das ist meistens meine stille Zeit aktuell, weil sobald die aufwachen, ist bei uns 3 Kinder Halligalli. Und auf der Arbeit bin ich jetzt auch am Bibellesen, am Beten, aber nicht so meine eigene stille Zeit. Und da habe ich einfach Ruhe, da ist dunkel, ein kleines Licht, Bibel. Und zum Beispiel da mache ich meistens eine Stunde, vielleicht 2 habe ich einfach Stille. Ich kann nicht schlafen. Mein Schlaf ist nicht so gut. Manchmal sieht man es an meinen Augen. Meine Eltern sagen, Samuel, man sieht, du bist müde. Das stimmt. Aber ich will uns einfach mitgeben. Fang an, das einzubauen in deinen Alltag. Ich bin mir bewusst, der Alltag ist nicht locker. Wir haben Arbeit, wir haben zu tun. Aber diese Zeit, Beziehung braucht Liebe. Liebe braucht Zeit. Beziehung braucht Zeit. Und wir wollen Jesus lieben von ganzem Herzen. Wir wollen ihn kennenlernen. Und er lädt uns ein. Nicht aus Pflicht. Ich muss. Aus Freude, aus Dankbarkeit. Er nimmt sich die Zeit immer für uns. Und bei ihm finden wir es. Und so will ich einfach dich ermutigen, auch für Freundschaften. Freundschaften brauchen Zeit. Liebe, Ehe braucht Zeit. Ich darf darin weiter wachsen. Wie gesagt, ich bin von der Tendenz eher Workaholic, von der Tendenz eher viel machen, machen, machen. Aber ich will uns ermutigen. Wir werden bekannt daran, in der Welt, an unserer Liebe. Und da merke ich auch die anderen Kulturen, arabische Kulturen, türkische Kulturen, südamerikanische Kulturen, die haben oft Zeit, die nehmen sich die Zeit, die kommen zu spät. Aber man merkt die Herzlichkeit. Und ich will uns ermutigen als Gemeinde. Es gibt Zeiten, da müssen wir schnell und zack arbeiten. Aber da, wo du kannst, nimm dir Zeit für Menschen. Und natürlich umso mehr mit Jesus.